Nachhaltigkeit trifft auf Sport. Am Dienstag wurde in Saarbrücken eine wichtige Vereinbarung für die Zukunft des saarländischen Sports unterzeichnet. In Anwesenheit von Umweltministerin Petra Berg, Sportminister Reinhold Joost sowie den Vorständen des Landessportverbands für das Saarland Johannes Kopko und Joachim Tesche setzten die Kooperationspartner ihre Unterschriften unter die Vereinbarung zum Thema Nachhaltigkeit und Sport. Ministerin Berg hob die Rolle der Sportvereine hervor, die als zentrale Säulen der Gesellschaft den Gedanken der Nachhaltigkeit vorbildlich tragen könnten. Wir sind im Saarland ein Dorfland und sind ein Sportland. Und die Vereine sind die tragende Säule und eine tragende Säule der Dörfer. Und dort sind viele Menschen, insbesondere in den Sportvereinen, aktiv. Und wir sind in einem Jahrzehnt, kann ich sagen, des Klimaschutzes. Und Klimaschutz geht nur, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte miteinander auch arbeiten, miteinander und füreinander da sind und zusammen auf den Weg gehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Vereine, insbesondere auch die verschiedenen Generationen, die in den Vereinen tätig sind, motivieren, fördern und auch aktivieren, in ihren Sportgedanken auch die Gedanken der Nachhaltigkeit zu etablieren. Denn nur gemeinsam, in einer gemeinsamen breiten gesellschaftlichen Akzeptanz, können wir diesen Gedanken auch leben. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch das Projekt Greenplay vorgestellt, das mit 66.600 Euro gefördert wird. Ziel ist es, ein Netzwerk für nachhaltigen Outdoor-Sport aufzubauen. Ein weiteres Highlight der Vereinbarung sind die 20 Nachhaltigkeitschecks im Wert von jeweils 1.000 Euro, die saarländische Sportvereine für ökologische Projekte beantragen können. Hierzu sprachen wir mit Johannes Kopko, dem Vorstand für Sport und Marketing beim LSVS. Ja, also zum Verfahren ist zu sagen, dass wir jetzt im ersten Schritt eine Person einstellen werden, die uns in diesem gesamten Thema begleiten wird. Und diese Person wird a. öffentlichkeitswirksam, auch natürlich mit unserer Unterstützung, aber b. auch vor Ort an die Vereine herantreten, um überhaupt auf dieses Programm aufmerksam zu machen und dass wir dann in der Lage sind, aus all denen, die sich für dieses Thema a. interessieren und b. eine für uns auch nachvollziehbare Bewerbung an uns schicken, dann vor Ort sein wird, um mit den Vereinen darüber zu sprechen, was man dann vor Ort umsetzen kann. Denn mit diesem Geld soll ja etwas ökologisch nachhaltig auch Sinnvolles passieren. Es besteht also keine formalen Grundvoraussetzungen. Das Ganze kann quasi formlos dann eingereicht werden. Also wir gehen aktuell davon aus, dass das alles relativ formlos passieren wird. Ein paar Informationen brauchen wir immer, aber wir kennen natürlich auch unsere saarländischen Vereine. Das heißt, die meisten Daten und Informationen, die wir benötigen, haben wir grundsätzlich. Und deswegen wird das relativ unkompliziert sein, denn wir wollen das ja immer niederschwellig halten, sodass auch jeder Ehrenamtler in der Lage ist, dann nach Beruf oder an den Abendstunden oder wann auch immer er dafür Zeit findet, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Denn es geht um etwas Gutes und gute Dinge darf man nicht verhindern, sondern die muss man fördern.